Ja, wir melden uns wieder hier aus der Spinnerei zur dritten Ausgabe von Beat Connect. Und bei mir sitzt hier gerade DJ So Kev, der heute Abend den Abend ja eingeläutet hat. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. So, jetzt habe ich dich gleich erstmal mit dem Mikrofon ein bisschen gestoßen. Ja, okay, wir sitzen hier wieder in ganz entspannter Atmosphäre. Wir haben immer noch sommerliche Temperaturen. Wir sitzen hier am Pool, haben hier eine Liege. Wir haben auch sogar noch ein paar Gäste hier ringsherum. Also es ist auf jeden Fall eine sensationell schöne Veranstaltung. Und du hast ein wahnsinnig klasse Set halt hingelegt. Und man merkt ja wirklich schon, du machst das ja schon ein paar Jahre. Das ist richtig. Vielen, vielen Dank erstmal für die Komplimente. Und ja, ich mache das jetzt seit knapp 10 Jahren. Ja. Okay, mal ein bisschen was zu deiner Vita. Man muss natürlich eins dazu sagen, also der erste Slot gehört ja immer den Schülern der städtischen Musikschule. Kevin, du warst ja ein Schüler halt von mir und du bist dann halt in die große weite Welt rausgezogen und ja, bist ja wirklich in Deutschland doch unterwegs. Und was waren denn so in den letzten Monaten bei dir so die Stationen? Also ich spiele öfters in Berlin, da bin ich immer zweimal im Monat. Das bleibt auch weiterhin so. Dann hatte ich erst letztens meine eigene große Veranstaltung im Brauclub, die super lief. Und ja, man trifft mich in Chemnitz im Brauclub. Ansonsten deutschlandweit unterwegs, von Rostock, Berlin, Würzburg, Erfurt, da wo mich der Weg hinführt. Wir hatten jetzt übrigens gerade ein paar Zaungäste gerade hier im Bild gehabt, habe ich gerade festgestellt. Ja, ja, auf jeden Fall, das hört sich doch schon wahnsinnig gut an. Und merkst du eigentlich jetzt irgendwie einen großartigen Unterschied, wenn du jetzt meinetwegen hier in Deutschland so unterwegs bist, im Gegensatz zu Chemnitz? Also Chemnitz ist ja deine Homebase, aber man kann ja dann doch vielleicht ein bisschen Vergleiche ziehen, oder was meinst du? Ja, es gibt Unterschiede. In Berlin zum Beispiel ist es so, dass die Leute wirklich up-to-date sind mit der Musik. Du kannst absolut, wenn der Song einen Tag alt ist, kennen den dort die Leute und feiern den, wenn er das Potenzial dazu hat. Das ist ein Riesenunterschied. Dazu muss ich aber sagen, dass in Chemnitz die Stimmung immer grandios ist. Also in Chemnitz feiert das Publikum viel besser mit. Das muss man einfach sagen. Noch ganz zum Schluss mal gefragt, ne? Also bei jedem DJ, den wir bis jetzt hier zu Beat Connect eingeladen hatten, die waren dann doch schon ein bisschen überrascht über die ganze Situation, dass das Publikum hinter einem steht. Wie hast du dich gefühlt? Ja, es war schon etwas merkwürdig. Man fühlt sich komischerweise mehr beobachtet, als wenn man erhöht und mit Blick zum Publikum steht. Aber das ist eine Sache von 3-4 Minuten, dann hat man sich daran gewöhnt. Man sollte sich daran gewöhnen und sich nicht nervös machen lassen. Und vor allem Spaß daran haben. So, wir wünschen euch noch weiterhin viel Spaß und melden uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.